Herzlich willkommen zu Inside Tischtennis mit 5 guten Gründen, warum man die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Tischtennis lesen sollte. Erstens. Der TTC Neu-Ulm hat mit seinem Transfer-Coup für eine Sensation gesorgt. Wie hat es der Verein geschafft, mit Dimitri Ovtcharov, Lin Junju, Tomokazu Harimoto und Truls Morregaard gleich 4 Topstars zu gewinnen? In welchen Wettbewerben werden sie antreten? Und was sagt die Konkurrenz zum Sensationsstil? Wir haben mit Neu-Ulms Clubchef Florian Ebner und Dimitri Ovtcharov gesprochen. Zweitens. Lieber zu 6 oder zu 4? An der optimalen Mannschaftsgröße in deutschen Ligen scheiden sich aktuell die Geister. Und nicht nur die individuellen Wünsche der Spieler liegen weit auseinander, auch die Verbände haben unterschiedliche Pläne. Wir schauen uns an, wo 6er- und wo 4er-Teams vorherrschen und wie die Pläne der Verbände aussehen. Drittens. Ende gut, alles gut? Nach den verpassten Titeln im Pokal und in der Champions League konnte sich der TTC Berlin Eastside zumindest mit der deutschen Meisterschaft trösten. Wie hat der Titelverteidiger das Ruder zum Happy End noch einmal herumreißen können? Rettet dieser Titel die Saisonbilanz? Was wird sich personell in der Hauptstadt tun? Und worüber hat man sich beim TSV Langstadt nach dem verlorenen Finale geärgert? Wir haben nachgefragt. Viertens. Die Zahl der Vereinsspieler geht seit Jahren kontinuierlich zurück. Dafür boomt der Freizeitsport an der Platte im Park nebenan. Wir zeigen, wie der Vereins- und der Freizeitsport voneinander profitieren können, welche Hilfestellungen die DTTB-Kampagne Freizeit-Tischtennis dabei bietet und wie die Freizeitspieler von heute ihre Mannschaftskameraden von morgen werden könnten. Fünftens. Wie Tischtennis in Deutschland organisiert ist, wissen wir alle. Doch wie funktioniert unser Sport in anderen Ländern? In unserer Rubrik Tischtennis in wagen wir in jeder Ausgabe den Blick über den Tellerrand. Diesmal finden wir heraus, welchen Stellenwert Tischtennis in England hat, wie die Ligen organisiert sind und wer die großen Tischtennishelden des Landes sind und waren. Die Mai-Ausgabe von Tischtennis kann man auf unserer Magazin-Webseite bestellen. Viel Spaß beim Lesen!